wir kommen nun zum nächsten Block. Für den darf ich schon mal die Teilnehmer der Diskussionsrunde nach vorne bitten, während ich Ihnen schon mal sage, worum es gehen soll. Denn wenn wir uns mal anschauen, wenn man eine Liste machen würde mit den Themen, die bei der Energiewende am stärksten vernachlässigt werden, dann käme das folgende Thema wahrscheinlich auf Platz 1, nämlich das Thema erneuerbare Energien im Wärmemarkt. Das ist ja ohnehin in der Regel im Wesentlichen über Strom gesprochen worden in der öffentlichen Diskussion, wenn es um die Energiewende geht und wenn es um Wärme ging oder um das Thema Heizung, dann ging es öffentlich meistens entweder um den Dämmwahn oder über Schimmelflecken, aber jedenfalls nicht über die Frage, wie man mit Sonne, Erdwärme und Wind vielleicht die Bude heizen kann. Heute wollen wir uns also damit beschäftigen, mit welchen Trends wir im Wärmemarkt umgehen müssen, was wir zu erwarten haben. Und ich stelle Ihnen kurz die Teilnehmer dieses Podiums vor. Ich mache das in alphabetischer Reihenfolge, damit es zumindest an der Stelle keinen Ärger gibt. Ganz außen haben wir Dr. Christian Böse. Er hat erst Landwirt gelernt und dann Agrarwissenschaften studiert. Von 1992 bis 2007 war er leitender Mitarbeiter beim ASA-Institut für Sektoranalyse und Politikberatung. Dann folgte ein kurzes Gastspiel bei einem Projektentwickler im Bereich der erneuerbaren Energien, bevor sich Dr. Böse dann bei der E.ON Bio Erdgas GmbH verdingte, zunächst als Leiter des Rohstoffmanagements, nun als Handlungsbevollmächtigter und Leiter Business Development. Und wie der Name schon sagt, befasst sich dieses Tochterunternehmen der E.ON AG mit der Planung und dem Betrieb von Bio-Erdgasanlagen. Dann haben wir hier an meiner Seite Dr. Hans-Jörg Roll. Ihm können wir noch zum Aufstieg gratulieren, weil er seit dem 1. Januar Vorstandsmitglied bei der MVV Energie AG in Mannheim ist. Ganz neu ist er in dem Unternehmen nicht. Er hat von 2003 bis 2008 Führungsaufgaben in dem Tochterunternehmen für Energiedienstleistungen gehabt. Danach folgten 6 Jahre als Geschäftsführer der MVV Energieumwelt GmbH. Und gestartet hat der promovierte Chemieingenieur seine Karriere bei ENBW. Dann haben wir Dr. Andreas Schnaus, ein echter Berliner, der auch in Berlin geblieben ist, Studium der Chemie und Promotion an der TU, dann ein Aufbaustudium zum Wirtschaftsingenieur an der Technischen Fachhochschule. Es folgten 4 Jahre als Berater bei der Boston Consulting Group, bevor Dr. Schnaus dann vor 16 Jahren angeheuert hat bei der damaligen BEWAG, dem Berliner Stromversorger, ging er dann später zu Vattenfall über und heute ist er Leiter der Abteilung Grundlagen bei der Vattenfall Wärme AG. Und schließlich Professor Michael Sterner. Vor 2 Jahren war er auch schon mal bei dem Kongress Smart Renewables. Auch er hat, wie Dr. Böse, zunächst eine Lehre gemacht, in diesem Fall im Elektrohandwerk. Dann folgten ein reiches, ich muss sagen, vielfältiges, aber vergleichsweise doch sehr flottes für das vielfältige Studentenleben, nämlich Mechatronik in Regensburg, dann Studien der Umwelttechnik und der technischen Informatik. Gekrönt wurde das Ganze mit einem Master im Studiengang Renewable Energy in Oldenburg und Promotion in Elektrotechnik an der Universität Kassel mit der ersten Arbeit über rein regenerative Energiesysteme mit Power to Gas. Seinen 3 Hochschulen ist er danach zunächst treu geblieben mit Lehraufträgen in Oldenburg, in Kassel und Regensburg. Und seit 2012 ist Michael Sterner Professor für Energiespeicher und erneuerbare Energien an der OTH in Regensburg. Wir wollen vielleicht einmal noch kurz einen generellen Blick auf das Thema Energiewende und Wärmemarkt werfen. Herr Dr. Roll, 40-50% der in Deutschland verbrauchten Endenergie gehen in Wärme. Warum ist dieses Thema trotzdem bei der ganzen Diskussion um die Energiewende so an den Rand geraten und warum hatte man sich so auf Strom konzentriert? Woran liegt das? Schwer zu sagen, die Wärme ist einfach da, man hat sie. Die Politik hat zunächst mal Strom als Hauptthema erkannt, das ist mittlerweile anders. Mittlerweile hat auch die Politik gesehen, dass die Wärme eigentlich vernachlässigt wurde lange Jahre und jetzt eben da dringend was getan werden muss. Also von daher konkret
ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, es ist uns unerklärlich. Wir haben uns bei dem Thema immer schon auch sehr bemüht, aber es ist schön, dass jetzt auch andere Player das erkennen. Liegt es daran, dass die Politik zwar vielleicht einen Solarpark schön einweihen kann, ein Windrad, aber dass man nicht bei Familie Krause im Keller das Brennwertgerät einweihen kann, schon weil gar kein Fernsehteam in den Keller passt? Wahrscheinlich ist es die Attraktivität, ja. Es ist nicht so sexy, wie eben einen Windpark zu installieren oder PV-Anlagen zu installieren. Die Wärme ist meistens im Verborgenen, ist was eher Intimes im Vergleich zur Stromerzeugung. Und aber Sie haben völlig recht, es ist unser größter Primärenergiesektor und es ist auch der effizienteste im Verkehr als wie im Strombereich, werden die Energieformen dann nochmal weiter umgewandelt und viel Effizienz verloren. Aber es ist der größte Bereich und die Optionen sind halt nicht so zahlreich. Also wir haben die Biomasse, die deutliches Ausbaupotenzial hat noch im Holzbereich, aber auch unsere primäre Quelle ist von der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt. Wir haben die Solarthermie, die jetzt etwas überrannt wird von Power to Heat, ja, dass es einfach günstiger ist, photothermisch Wärme zu erzeugen, gerade das Brauchwasser über die Runden zu bringen. Also es ist einfach nicht so im Fokus gewesen, aus welchen Gründen auch immer, weil es einfach, ja, weil man mit Energiewende immer schon die Stromwende verbunden hat, aber es gibt auch noch die Wärmewende und die Verkehrswende und da ist das Thema Energieeffizienz einfach das Entscheidende bei der Wärmewende und das ist halt einfach für viele nicht so sexy. Ja. Das ist, glaube ich, meine Sicht auf die Dinge und Effizienz ist immer, man verkauft keine Kilowattstunde, man soll eine einsparen, ist nicht so attraktiv wie alles andere. Ja. Das führt uns zu den beiden, die Unternehmen vertreten, die ja auch selber anbieten, wenn das Sparen gar nicht so attraktiv ist, weil man dann vielleicht weniger verkauft. Herr Dr. Schnaus, Herr Dr. Böse, welche Rolle spielt erstens dieser Punkt, den Professor Sterner nannte, und zweitens können Sie dann gleich ein bisschen sagen, welche Rolle die Erneuerbaren im Wärmemarkt gerade mit Blick auf Ihre Unternehmen spielt? Ja, allgemein ist Wärme halt nicht dasselbe Thema, was man immer wieder feststellt. Es wird weniger diskutiert. Es ist in Summe auch manchmal nicht so einfach lösbar wie der Strom. Weil wenn Sie Effizienzmaßnahmen machen müssen, dann kommen Sie sehr schnell auf die Wärmedämmung. Das trifft die Eigentümer, das trifft die Wähler an der Stelle. Das wird dann oftmals diskutiert, bis man dann feststellt, hier hat man bestimmte Zwangsmaßnahmen in der ENEF drin. Das kann letztendlich ein Politiker aber nicht durchsetzen, wenn es sich nicht rechnet. Dann ist genau im Wärmemarkt der spezifische Preis ist halt niedriger. Also das, was die Wärmeerzeugung kostet, ist spezifisch niedriger als im Strombereich. Das heißt, hier rechnen sich bestimmte Maßnahmen halt nicht so einfach. Für uns ist das natürlich schon ein großes Thema. In den Städten, wir bieten in den Städten an, in den Städten spielt Wärme logischerweise eine sehr, sehr große Rolle. Gleichzeitig ist es in den Städten sehr, sehr schwer, erneuerbare Energien für den Gebäudeeigentümer. Und hier ist erstmal nicht der Energieversorger jetzt hier in der Pflicht, sondern eigentlich ist es der Gebäudeeigentümer, erneuerbare Energien in seine Wärme reinzubekommen. Oftmals wird ja im Strombereich dem Energieversorger vorgeworfen, ihr macht hier zu wenig. Interessanterweise ist das im Wärmemarkt ja erstmal anders. Hier ist ja eigentlich immer der Hausbesitzer sein eigener Wärmeerzeuger und regelt deswegen auch den eigenen Anteil der erneuerbaren Energien. Und die sind halt tatsächlich in den Städten, aber ich werde mal da wahrscheinlich später noch drüber diskutieren, in den Städten hat man über den Daumen 1% erneuerbare Energien im Wärmemarkt und das liegt erstmal nicht am Energieversorger. Ja, also ich denke auch, dass ein Hauptgrund, warum die Wärme nicht im Fokus der Betrachtung stand zu Beginn der Energiewende und jetzt hoffentlich etwas mehr reinrückt, war eben die riesige Akteursvielfalt. Es ist wesentlich schwieriger mit den x Millionen Hauseigentümern und Mietern da irgendwas zu erreichen, als zu sagen, okay, wir machen im Strommarkt was, wo wir einfach vorgeben, dass da an Leitungen angeschlossen werden muss, ist natürlich einfacher darzustellen. Und im Wärmebereich hat man sich ja dann so geholfen, hat das Ziel dann mit 14% für 2020 immerhin noch relativ hoch gesetzt, auch wenn wir jetzt erst 9% erreichen. Aber hat dann gesagt, gut, wir brauchen gar keinen größeren Anteil Erneuerbarer, weil wir irgendwann Häuser haben, die gar keine Wärme mehr brauchen. Das ist natürlich relativ einfach, so eine Annahme zu setzen. Ob die dann eintrifft, ist ja ein anderer Punkt. Aber es wird jetzt eben gesehen, dass gerade, wie Sie sagten, im städtischen Bereich erneuerbare Wärme schwierig darzustellen ist. Man darf wirklich nicht vergessen,
Das wird ja leider, Herr Barker hat gestern gesagt, die Biomasse hat ihren Zenit überschritten. Es ist tatsächlich so, dass die Biomasse ja immer noch knapp 2/3 zur gesamten erneuerbaren Energie, also Strom, Wärme, Kraftstoff in Deutschland beisteuert. Ich glaube, im Wärmebereich sind es 86% oder 87%. Also es ist überwiegend Biomasse basiert. Und da ist eben der Punkt, wenn man auch in den Städten was machen will, da hat Baden-Württemberg ja zum Beispiel das erneuerbare Wärmegesetz, das dann zum Beispiel auch den Einsatz von Bio-Erdgas zulässt, zwar mit Regelung in Verbindung jetzt im neuen Entwurf mit einem Sanierungsplan, aber immerhin, das ist gerade in Mietshäusern oft die einzige Möglichkeit, Photovoltaik oder Solarthermie klappt da nicht, wirklich erneuerbare Anteile im Wärmebereich zu realisieren. Auch da sehen wir weiterhin, gerade für unser Produkt Bio-Erdgas, das eben regional in ländlichen Gebieten erzeugt wird, aber dann übers Gasnetz, ein Speicher und Transporteur, der zur Verfügung steht, in die Städte transportiert wird und da eingesetzt werden kann, auch zur Wärmeerzeugung. Das scheint mir aber wichtig, dass wir nicht den gleichen Fehler im Wärmemarkt machen, wie wir ihn im Strommarkt gemacht haben, dass wir uns zu sehr auf eine Richtung fokussieren. Und Energieeffizienz beispielsweise ist nicht nur Wärmedämmung, sondern Energieeffizienz ist auch im Umwandlungssektor zu betrachten, insbesondere in Ballungszentren, Kraft-Wärme-Kopplung, Fernwärme. Das ist an der Stelle ein großer und wichtiger Punkt, den man nicht aus den Augen lassen darf, weil 40% des Wärmebedarfs in privaten Haushalten entfällt auf Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Das ist ein relevantes Thema und das wird in der Diskussion gern vernachlässigt. Also ich kann da auch auf Herrn Dr. Bisse zu sprechen kommen, wo liegt der Hemmschuh? Ja? Also es gibt ja dieses Mieter-Vermieter-Dilemma, deswegen tut sich auch in den Städten nichts. Wenn man zur Miete wohnt, zahlt man die Betriebskosten. Der Vermieter müsste entscheiden, ob er dämmt oder einen alternativen Energieträger einsetzt. Also wir haben in Deutschland eine Mietkultur, das ist auch von den Besitzverhältnissen anders als in anderen Ländern. Ich sage auch meinen Studenten immer, ihr dürft nicht nur in Häusern denken und dann Solaranlagen speichern und alles ist fertig. Da gibt es auch noch eine Industrie im Strombereich. Und das Gleiche ist halt im Wärmebereich. Es gibt zig Millionen Menschen, die zur Miete wohnen, die da eigentlich auch keine Chance haben, da was anderes zu machen. Ein Weg ist halt, die Gasinfrastruktur zu nutzen. Das nutze ich auch persönlich. Das ist auch das, wo Power to Gas jetzt den ersten Fuß gefasst hat über den Privatkundenbereich Windgas-Tarif von Greenpeace Energy, der halt ermöglicht, dass wir haben 50% der Haushalte haben einen Gasanschluss. Ja. Mhm. Und da kann ich quasi als Mieter auch entscheiden, ich möchte gerne grüne Energie, ob das jetzt Bio-Erdgas ist oder halt aus Biomasse oder aus Windgas. Das sei dahingestellt, aber das ist quasi eine Möglichkeit und dieses Mieter-Vermieter-Dilemma haben wir bis nach wie vor nicht gelöst. Und ein zweiter Punkt ist, glaube ich, warum das die Wärme noch nicht in die Gänge gekommen ist, ist natürlich auch im öffentlichen Bau. Als Bauträger, als Architekten, wir haben ja auch eine Architektur-Fakultät bei uns, man denkt selten an Energieeffizienz und man hat ein vorgegebenes Budget, für das man das Gebäude bauen muss, die NF gilt und dann macht man halt die günstigste Version. Ja. Man macht sich keine Gedanken über den Betrieb später, ja, weil das ja nicht mehr im Bauträger mit drin ist und von daher haben wir hier wirklich eine sehr, sehr kurz gefasste Denkweise, die uns daran hindert, dass wir effiziente Technologien einsetzen im Wärmebereich, weil das ist so ähnlich, wie wir es gerade an der Wand hatten, produce and forget, bau and forget. Ja, kümmere dich nicht darum, was an Betriebskosten auf dich zukommt, wenn halt der Bauträger dann nicht der gleiche ist wie der Nutzer der Immobilie. Ja, das ist auch so ein Dilemma, was überhaupt nicht in den Köpfen sich bisher durchgesetzt hat, bei gerade im öffentlichen Bau. Ja. Vielleicht, wenn ich kurz sagen darf, was Sie auch vorhin sagten zum KWK-Bereich, das ist ja ganz zentral, auch die Novelle des KWK-Gesetzes wird ja rein aus der Stromsicht wieder diskutiert. Es ist ja Fakt, KWK hat im Moment 16% Anteil an der Stromerzeugung, hat aber 20% am Wärmeverbrauch. Das heißt, wenn hier etwas passiert, also der KWK-Ausbau nicht so weiter betrieben wird, wie es geplant ist, also das Ziel, so ähnlich wie bei der Bio-Erdgaserzeugung, einfach gekippt wird, dann wird natürlich auch der Anteil der KWK im Wärmebereich sinken. Man muss auch sehen, von diesem KWK-Anteil im Wärmebereich sind etwa 12% Biomasse, also Biogas, Bio-Erdgas. Da ist ein Ausbaustopp im EEG erfolgt. Das heißt, dieser Anteil wird auf keinen Fall steigen, sondern wird eher rückläufig sein, weil die Anlagen aus dem Betrieb gehen. Das heißt, man vergisst oft, dass das EEG natürlich ganz unmittelbare Wirkungen auch auf die anderen Bereiche hat. Es wird rein aus der Stromsicht gesehen, aber es betrifft genauso den Biokraftstoffbereich und den Wärmebereich.
da jetzt das Stichwort KWK gerade schon gefallen ist, worauf stellen Sie sich da ein? Es gibt ja jetzt ein bisschen widersprüchliche Meldungen. Einerseits, was jetzt in den letzten Tagen war, die Frage, ob eben das BMW bei KWK auf die Bremse tritt, beziehungsweise nur noch die Altanlagen vielleicht weiter unterstützt, die neuen aber nicht mehr. Das steht ja in einem klaren Widerspruch zu dem, was Staatssekretär Bark in der Vergangenheit immer gesagt hatte. Im ersten Schritt wird Eigenverbrauch mit EEG-Umlage belastet, aber es sei völlig klar, das war jedenfalls die Haltung bisher, dass man dann natürlich in einem zweiten Schritt im KWK-Gesetz eine zusätzliche Förderung oder eine höhere Förderung einführen müsste, damit der Ausbau der KWK weitergeht. Was haben Sie für Signale oder was erwarten Sie? Das ist, glaube ich, nicht so sehr die Frage, worauf stellen wir uns ein, sondern worauf, was brauchen wir wirklich und was braucht das Land? Und das ist aus unserer Sicht ganz klar ein Ausbau der KWK-Förderung, um eben zum einen die Bestandsanlagen zu erhalten. Und da kann nicht die alleinige Maßgabe sein, denn die 750 Millionen als Deckel zu halten, weil verglichen mit der EEG-Umlage ist KWK-Förderung heute eher verglichen auf die Wirkung ein Waisenkind. Also von daher muss man auch die Diskussion mehr auf die Effekte lenken und nicht nur den Kostenaspekt betrachten. Also bei der KWK, die ist eine sehr wichtige Technologie, aber es ist auch klar, dass sie halt in den nächsten Jahren jetzt zügig ausgebaut werden muss, weil wenn wir in ein System laufen mit, ja, wie wir es vorhin auch hatten, 60, 70, 80% erneuerbare Energien, dann ist einfach die Residuallast, die wird so klein, die bleibt zwar hoch in den Leistungsspitzen, aber wird so klein von den Energiemengen, dass ich da halt fast kein Auskommen mehr habe. Ja. Das haben auch schon in früheren Leitstudien gezeigt, dass das jetzt wirklich der Fall ist, und von daher würde ich das jetzt nicht noch zusätzlich belasten mit der Umlage oder so weiter, weil es muss jetzt passieren, ja, damit sich das lohnt. Und gerade auch in der Betriebsweise, wir hatten ja immer wärmegeführte Betriebsweise, Strom war Abfall, wurde eingespeist, wurde als Mastran definiert. Das ist ja völlig konträr zu dem, dass wir sagen, wir brauchen Flexibilität im System. Und die Flexibilität bringe ich rein in die KWK über eine Kombination mit einem Wärmespeicher. Ja. Und ich habe mir die Mühe gemacht, in den letzten 2 Jahren ein Buch geschrieben über Energiespeicher, 750 Seiten. Das war jetzt der Werbeblock. Das ist der Werbeblock, genau. Muss natürlich sein. Aber was will ich Ihnen sagen? Die Essenz ist, dass halt der Wärmespeicher der günstigste Speicher ist, den wir heute haben. Der ist heute verfügbar, die sind vielfach verbaut. Das ist die gleiche Geschichte wie bei Power to Gas, wie bei der Fernwärme. Nutzung vorhandener Infrastruktur, Nutzung von Sachen, die schon da sind. Ja, das ist das Thema Power to Heat, können wir später separat nochmal drüber reden, aber gerade auch in der KWK. Ich schaffe eine Flexibilisierung von der KWK über einen Wärmespeicher, und da reden wir viel über stromgeführten Betrieb. Mir reicht es nicht aus. Stromgeführt heißt ja, ja, ich führe wirklich nach dem Strom und die Wärme kühle ich weg bei Bedarf. Ich würde eher stromorientierten Betrieb bevorzugen, dass man das halt wirklich dann die Wärme nutzt und dann halt wirklich auch den Wärmebedarf decken kann und den Speicher einbaut, den Wärmespeicher als Element der Flexibilität bereitstellt über die KWK. Dann sehe ich auch eine reale Chance, dass KWK sich dauerhaft etabliert und auch die höchsten Nutzungsgrade erzielt, die höchsten Wirkungsgrade erzielt und wir nicht mehr das Problem haben, wohin mit der Wärme etc. Also gerade weil, wenn Sie Batteriespeicher, Power-to-Gas, Pumpspeicher, alles Mögliche nehmen und Flexibilität bereitstellen wollen, der Wärmespeicher ist und bleibt der billigste Speicher, was die Investkosten betrifft, was die Kapazitätskosten betrifft. Und natürlich hat er den riesen Nachteil, ich komme nicht mehr zurück zum Strom. Ja, es ist ein One-Way in der sektorenübergreifenden Energiespeicherung, aber solange ich diese Möglichkeiten habe und da auch noch fossile Energie ersetzen kann im Wärmebereich und das effizient nutzen kann und damit auch noch einen Nutzen für das Stromsystem bereitstellt, dann sollte man das bitte schön nutzen und auch entsprechend fördern und auf den Weg bringen. Ja. Weil die Kopplung von Wärme- und Strommarkt wird ja jetzt immer stärker diskutiert. KWK hat das schon immer so gemacht und ich bin da voll Ihrer Meinung, die Ausprägung muss sich ein bisschen ändern und die wird sich ändern. Und viele Wärmespeicher sind ja jetzt auch in Projekten im Bau bzw. schon im Betrieb und das eröffnet in der Tat Möglichkeiten. Ja. Ja, das ist ja eben der Punkt, das genau was Sie auch sagen, die vorhandenen Speichermöglichkeiten, Gasnetz zum Beispiel für Bioerdgas oder auch für Power-to-Gas, werden nicht genutzt und die Wärmespeicher ebenso nicht. Da ist ja wirklich die Möglichkeit, da eben keine stromgeführte KWK einzuführen, sondern wirklich die Wärme dann zu speichern. Man muss ja nicht unbedingt das BRKW nur anschmeißen, wenn man unmittelbar die Wärme braucht, sondern kann, wenn der Strombedarf da ist, auch ruhig ein paar Stunden vorher Wärme speichern. Das wird alles nicht gesehen, weil die anderen Lösungen vielleicht viel einfacher sind für die Politik darzustellen. Aber wir sind ja auch hier wieder im Dilemma. Jeder sagt, es wird Sinn machen, jetzt bei KWK wirklich Gas zu geben, aber politisch sieht es ja genau andersrum aus. Und das ist ja gestern, Herr Bark sagte, auch beim Kapazitätsmarkt, wie Herr Mattes erwähnt hat, eigentlich brauchen wir den bald. Das wird einfach
zumindest für diese Legislaturperiode wird gesagt, nee, brauchen wir nicht. Aber ihr kriegt politisch verlässliche Rahmenbedingungen. Und da sieht man ja nichts von. Wenn man sieht, wie einfach da Ziele dann aufgegeben werden, auch beim KWK, das ist ja gar nicht mehr erreichbar, das gesetzte Ziel, kümmert aber nicht wirklich jemanden in der Politik. Man wird am Ende die KWK brauchen, um die Klimaschutzziele in Summe nachher erreichen zu können. Da wird die KWK einen wichtigen Beitrag leisten und wie Herr Dr. Roll auch schon gesagt hat, die KWK ist eigentlich relativ preisgünstig. Wenn man sich das mal anguckt, stellt man fest, die komplette KWK-Förderung liegt in einem Bereich, was in einer Woche stark Wind anfällt auf der EEG-Seite, ohne dass man Photovoltaik noch dazu zählen muss. Das heißt, man hat hier ein Instrument, wo man insbesondere auch durch die KWK mit der Raumheizung im Winter genau zu den richtigen Zeiten dann auch Strom erzeugt, wo die Verbraucher in Deutschland den Strom brauchen. Das heißt, die KWK kommt eigentlich automatisch zu auch genau den Zeitpunkten, wo man den Strombedarf hat. Im Sommer, dort wo man in Zukunft sehr viel Photovoltaikstrom haben wird, da ist ja die Raumheizungs-KWK gar nicht da. Das heißt, die KWK passt sich über sehr, sehr lange Zeiten eigentlich schon vom normalen Erzeugungsprofil hervorragend in die Erneuerbaren an. Und dann kann man gleichzeitig durch Wärmespeicher, durch Power-to-Heat hierbei noch weitere Schritte machen, sodass man hier tatsächlich ein extrem zukunftsfähiges System hat, was man preisgünstig erreichen kann und das nicht nur auf der Stromseite, sondern insbesondere auch auf der Wärmeseite. Und die Wärmeseite, die wird von den Erreichungen der Ziele so schwer sein zu erreichen mit anderen Maßnahmen, dass man am Ende die KWK immer als das preisgünstigste Instrument haben wird, um hierbei auch im Wärmemarkt die Klimaschutzziele zu erreichen für relativ wenig Geld. Wenn man das immer mal ausrechnet, dann liegt man hier in der Größenordnung für eine KWK-Anlage, für eine Neubauförderung von um die 10 Euro pro Tonne CO2. Für CO2, was man spart, insbesondere zu den Zeiten, wo man eine Stromerzeugung hat, die man genau auch zu den Zeiten braucht und nicht zu anderen Zeiten. Das heißt, mir ist aktuell, und da kann man auch mit allen Gutachtern mal sprechen, mir ist aktuell kein Instrument und auch die Gutachter, mit denen ich gesprochen habe, die können hier auch kein anderes Instrument sagen, was so preisgünstig CO2 einspart und wo man gleichzeitig Effekte auf der Strom-, auf der Wärmeseite und sogar noch dann Effekte hat, sprechen wir über Versorgungssicherheit, dass der Strom im Winter von den KWK produziert wird, da wo sonst die Politik sehr teuer Winterreserve einkauft mittlerweile an bestimmten Stellen und das macht die KWK relativ hier von alleine, ohne dass man was dazu machen muss und kann noch ergänzt werden. Das heißt, ich glaube, hier wird am Ende die Politik nicht drum rumkommen. Ich hoffe auch, dass die Politik das umsetzen wird, das 25%-Ziel. Ein kleines Problem ist, dass das 25%-Ziel bis 2020 physikalisch nicht mehr richtig erreichbar ist. Bloß da muss man halt gucken, dass das Ziel möglichst nahe hinter 2020 dann erreicht werden kann und dass man das vernünftig ausgestaltet. Ein Ausstieg aus der KWK wäre für mich auch ein Ausstieg aus den Klimaschutzzielen, weil dann, wenn man dann mal durchrechnet, wird man relativ sehen, dass man an vielen Stellen diese Beiträge halt nicht haben wird. Heißt aber auch, dass man in Summe das Klimaschutzziel, was man hat, 2020, 40% und auch darauf folgende Ziele nicht so einfach erreichen kann, insbesondere wenn die Erneuerbaren immer stärker abgeregelt werden müssen, weil sie halt zu bestimmten Zeitpunkten kommen, wo man dann entweder zu viel Photovoltaik oder zu viel Wind hat. Das ist bei KWK-Strom, der für Heizzwecke erzeugt wird, in der Regel nicht der Fall, sondern kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da wo die Stromverbraucher den Strom brauchen. Jetzt haben Sie... Ich hätte noch einen Einwand beim Herrn Dr. Staus, ja, weil Sie haben ja gesagt, Versorgungssicherheit, KWK ist da sehr, sehr wichtig, ja, definitiv schon, also wir haben ja auch schon früher in den gezeigt, die Vollaststunden werden sehr, sehr gering, Grundlast schwindet etc., wir brauchen hier mehr Flexibilität, aber Versorgungssicherheit hat für mich auch noch die Dimension der Versorgungssicherheit mit dem Energieträger und wenn ich da halt Richtung Russland schaue, dann wird mir halt nicht gerade warm ums Herz, also natürlich schon vom russischen Volk, aber nicht von der Energieversorgung, wenn Gazprom ankündigt, ab 2020 schickt man das Gas nach in die Türkei und nicht mehr über die Ukraine. Und die Felder in Niederlanden gehen zurück, in Norwegen auch teilweise. Fracking ist auch nicht mehrheitsfähig. Also da müssen wir definitiv auch dann nachlegen bei der Frage, woher kommt denn das? Und dann sind wir bei Bio-Erdgas, genau. Bei Biogas. Und dann bin ich wieder bei Power to Gas, wo ich sage, also im Biogas habe ich die Hälfte Methan, 1:1 Ersatz, das andere dann halt CO2 und dieses CO2 sollte ich bitteschön noch nutzen, genau. Und aufmethanisieren. Mhm. Und mit dem Wasserstoff kommen wir auch weit, ja gut, was relativ weit, 2% ist die Einspeisegrenze und danach ist halt die Methanisierung zwingend notwendig.
da müssen wir diese Ressourcen auch erschließen und die Technologien. Natürlich wird Power-to-Gas jetzt zunächst mal dringender gebraucht in der Dekarbonisierung von vom Verkehr und vom Chemiesektor, weil da haben wir fast keine Alternativen. Ja. Es sind zwar die Vorzeichen gut, dass da irgendwann mal also die Preise deutlich fallen, wie sich jetzt schon zeigt bei der Elektromobilität über die 35 Gigawatt Fabrik von Tesla etc., aber dennoch wird es immer Segmente geben, wo wir Power-to-X, Power-to-Anything brauchen, Power-to-Chemicals, Power-to-Liquids. Da müssen wir die Technologie aufbauen, damit wir dann halt auch einen Brennstoff haben, ja, der auch aus heimischen Ressourcen kommt und daher auch die Versorgungssicherheitsfrage abgedeckt wird. Bei Power-to-Heat, also ist es so, dass wir uns auch die Frage der Effizienz stellen müssen, weil ich glaube schon, dass halt es deutlich einfacher sein wird. Ich vergleiche es mal mit der Solarthermie. Wir haben Solarthermie lange angeschoben und auch ist nach wie vor sehr sinnvolle Technologie, aber mittlerweile ist es halt günstiger, eine Photovoltaikanlage sich zu installieren. Plus Heizstab ist jetzt nicht das effizienteste, aber halt 100%, ja, 99% Wirkungsgrad. So ein System, gerade im Altbestand, ja, wenn ich noch einen Heizkessel drin habe mit Öl und Gas, da über den Sommer Brauchwasser zu erzeugen, das rechnet sich sofort. Ja. Die Systeme kosten 2.000, 3.000 Euro, ich brauche keine EEG-Umlage, ich brauche keinen Einspeisetarif, ich installiere einfach nur Photovoltaik, kein Wechsellichter direkt rein mit dem Heizstab, ist günstiger wie eine solarthermische Anlage. Also, und das wird definitiv kommen, auch egal was wir machen und regulieren. Aber und der zweite Punkt ist aber, wir sollten es dann noch ein Stückchen effizienter machen über eben Wärmepumpen. Und das ist ja auch das Thema bei den Fernwärmenetzen, wie nutzen wir die langfristig, wenn es jetzt keine fossile Erzeugung mehr gibt in diesem Umfang, mit Großwärmepumpen da reinzugehen. Power to Heat kann da nur der Anfang sein. Die Nürnberger machen es ja und viele andere auch. Getrieben jetzt, ich bin da nicht so ganz happy, weil thermodynamisch ist es ja nicht ganz sonderlich edel, den schönen Brennstoff Gas erstmal in Strom umzuwandeln, mit einem Wirkungsgrad von, sagen wir mal, 50% und dann direkt von der Generatorklemme auf den Heizstab zu gehen. Da könnte man was Besseres vorstellen, da könnte man mit dem Gas auch in eine Gaswärmepumpe gehen und da Faktor 4 an Wärme rausholen. Aber es ist halt momentan so, wenn man das so macht, wie es da gemacht wird, dann spart man sich halt Umlagen, spart man sich Entgelte etc. Ist rein betriebswirtschaftlich so gemacht, ist auch wieder ein Konstrukt von Sachen, die es halt einfach gibt in einem regulierten Umfeld und dann sucht man sich eine Nische, wo sich das rechnet und dann macht man das, auch wenn es energietechnisch nicht wirklich sinnvoll ist und auch thermodynamisch. Aber das ist nur der Anfang, denke ich. Es muss dazu hingehen, dass wir da halt dann eben auch Strom als Primärenergie aus Wind und Sonne integrieren in die Wärmenetze, in die bestehende Energieinfrastruktur über Wärmepumpen, über effiziente Technologien und dann sehe ich da auch eine Zukunft. Und das kann dann komplementär zur KWK sein und auch ein bisschen das zu kompensieren, dass das Gas vielleicht nicht mehr so üppig da ist, wie es mal heute da ist. Ja, weil Sie gerade sagten, dass Professor Sterner, das Stichwort Versorgungssicherheit, ja. Das war ja auch ein Grund, warum Bio-Erdgas zuerst gefördert wurde, warum auch Ziele gesetzt wurden von der Bundesregierung, 6% Anteil am Erdgasverbrauch bis 2020, 10 bis 2030. Die EU-Gasvorkommen und Gaserzeugung geht zurück. Das heißt, wir werden immer abhängiger von Importen außerhalb der EU, Russland auch. Aber es ist für uns als Bio-Erdgaserzeuger eben erstaunlich, dass genau zu einer Zeit, wo das eigentlich sehr deutlich wird, wie riskant so eine Abhängigkeit sein kann, einfach so ein Ziel gekippt wird. Wir haben jetzt deutschlandweit einen Anteil von 1% Bio-Erdgas am Erdgasverbrauch. Und das Ziel 6% bis 2020, 10 bis 2030 ist einfach gekippt worden. Und was Sie ja auch erwähnten, Biogasanlagen und Bioerdgasanlagen bilden ja auch wieder eine Grundlage für Power-to-Gas-Erzeugung. Sie haben regeneratives CO2, was da genutzt werden kann. Es gibt auch Verfahren, wo man in Biogasanlagen eben die Umwandlung in Methan vornimmt. Also da ist einfach diese ganzheitliche Sicht fehlt bei der Energiewende. Es ist dann auch immer eine Frage von Lobbying. Ja, also der Bauernverband war jetzt super erfolgreich bei der Einschränkung der Freiflächen für die PV-Aktion, aber halt da beim Bio-Erdgas, bei Biomasse hat er eigentlich völlig geschlafen. Ja. Und das ist halt immer der Reality-Check. Ich sage es gerne. Wir rechnen mit unseren Modellen immer so ein volkswirtschaftliches Optimum aus und das wäre ja dann der allseits bekannte Steuerer, der das alles regelt und wir haben immer die Grundannahme drin gehabt, der Netzausbau kommt und jetzt schauen wir alle ganz schön in die Röhre, dass unsere volkswirtschaftlich idealen Lösungen dann mit dem Reality-Check-Gesellschaft nicht zusammenpassen und da gibt es einfach verschiedene Interessen und ja, wer am lautesten und am stärksten brüllt, der setzt sich leider meistens dann durch. Ja. Und in dem Fall wird es ja total auch Sinn machen, dass man das miteinander kombiniert und das effizienter nutzt, weil
weil mit der Biomasse im Gasnetz kann ich in alle Sektoren gehen, bin nicht lokal begrenzt, genau. Habe das Problem weg mit der, was mache ich mit der Abwärme auf den Höfen? Da gab es ja die absurdesten Sachen, dass man sich eine Oldtimer-Halle hingestellt hat und dann einen KWK-Bonus bekommen hat. Also all dieser Humbug hätte ich gelöst, wenn ich dann ins Gasnetz gehe und einfach wirklich dann zum Verbraucher komme und die Energie effizient nutze. Genau. Ja. Und da brauchen wir Maßnahmen. Ja. Gut, wir müssen eben die Infrastruktur, die wir heute haben, erhalten. Das ist neben dem Gasnetz eben auch das Thema Fernwärme. Ja. Genau. Weil das eben für die Zukunft die Optionen bietet, wie Sie es gerade vorhin gesagt hatten, Wärmepumpen, Großwärmepumpen in einigen Bereichen, vielleicht auch Solarthermie oder mehr Biomasse. Ich meine, wir haben ja auch heute noch die Situation, dass wir Biomasse-Kraftwerke haben, die nur Strom machen, weil das eben in dem EEG 2000 so gefördert war. Auch dort bieten sich für die Zukunft eben Potenziale, die man im Wärmemarkt nutzen kann. Interessant wird sicherlich auch werden die Anwendung Power to Heat bei der Fernwärme und das natürlich immer dann auch in der Kombination mit der KWK. Und wenn man sich so ein System mal anguckt, dann kommt da eigentlich was verblüffend Einfaches raus. Das funktioniert am Ende extrem flexibel. Es gibt wahrscheinlich nichts Flexibleres. Es ist sogar flexibler wie eine Batterie. Warum ist das so? Wenn Sie eine KWK-Anlage haben, dann kann die Strom produzieren zu den Zeiten, wo Sie keinen Wind und keine Sonne haben. Das heißt, Sie können Strom produzieren rein, das wie eine Batterie entladen. Sie können das auch sehr, sehr lange fahren. Eine Batterie ist beim Entladevorgang irgendwann leer, dann ist die halt nicht mehr in Funktion. Dann muss man sie erst wieder neu aufladen, damit sie dann wieder entladen werden kann. Die KWK-Anlagen kann aber Stunde und Stunde theoretisch wochenlang fahren. Mit einem Power-to-Fernwärme-E-Heizer, der neben der KWK-Anlage steht, können Sie aber gleichzeitig Strom aus dem System rausnehmen. Das heißt, Sie können zu den Zeiten, wo Sie zu viel Strom haben aus Wind oder PV, können Sie dann den umgekehrten Stromfluss machen. Das heißt, Sie können viel Wind, viel PV rausnehmen, Sie können wenig Wind und wenig PV können Sie mit der KWK-Anlage produzieren. Und das jeweils über Stunden, Tagen, Wochen vom Prinzip her, ohne dass Sie irgendwelche Füll- oder Entleerzustände hierbei haben, was Sie natürlich auch mit Wärmespeichern noch verstärken können. Das heißt, so ein ganz einfaches KWK-System mit Fernwärme, mit einem Wärmespeicher, mit einem E-Heizer führt dazu, dass Sie Flexibilität pur haben, das, was sonst an keiner anderen Stelle da ist. Sie können sowohl Strom erzeugen als auch Strom rausnehmen und haben mit den jeweiligen Effekten, Effekt KWK-Produktion, sowohl auf der Stromseite eine CO2-Verbesserung als auch auf der Wärmeseite eine CO2-Verbesserung. Nehmen Sie die KWK-Anlage aus der Stromproduktion raus, weil Sie viel Wind und PV oder Wind und PV haben, dann haben Sie auf der Wärmeseite erneuerbaren Strom in der Wärmeherstellung, in der Wärmeproduktion. Das heißt, Sie haben hierbei ein System, was sich ideal ergänzt. Natürlich gehen die Benutzungsstunden dann bei der KWK-Anlage runter, die Wirtschaftlichkeit geht damit auch runter. Nichtsdestotrotz ist das extrem preisgünstig, um am Ende sowohl CO2-seitig als auch Effizienz von Energieeinsatz auf der Strom- wie auf der Wärmeseite letztendlich agieren zu können und hat natürlich auch Beiträge für die Versorgungssicherheit. Und dieses System, bin ich stark überzeugt, das ist das erste System, was man durchführen kann. Wir haben uns hier mal so ein paar Zahlen angeguckt. Ich finde das immer ganz verblüffend. Nehmen Sie sich so einen E-Heizer, der kann aus mehreren Modulen, vielleicht auch in verschiedenen Stellen bestehen, der in der Fernwärme drin ist. Nehmen wir an, der hat 100 MW. Und den können Sie mit einem Knopfdruck an- und ausschalten. Dann ist das so, als ob Sie in dem Moment 700.000 Kühlschränke in dem Demand-Zeitmanagement drin hätten. Das heißt, hier ist ein Riesenhebel da. Es reden immer alle über smarte Systeme. Und was immer erstmal aufgebaut wird, ist ein System, wo eine Technik da ist, aber die gar nicht dementsprechend eingesetzt ist. Und das Entscheidende ist jetzt, diesen E-Heizer dann anzuwerfen, wenn Sie sonst Windpark oder Photovoltaikparks abregeln müssen. Das heißt, hier muss man gucken, zu welchen Zeit man fährt man. Und das, Herr Mattes hat es vorhin so schön gesagt, das wird am Ende wahrscheinlich kein Trader sein, der guckt, wann man diese smarten Systeme anwirft oder kein Aggregator. Das wird man in großer Abstimmung mit den Stromnetzen machen müssen. Für uns ist das relativ gut, wenn wir das sowieso in der Erzeugungsanlage neben haben, die werden eh eingesenkt, dann wenn die erneuerbaren Strom da sind, Wind und PV. Gleichzeitig hat man dann aber auch die Signale, wo man den E-Heizer anwerfen kann und das koordiniert mit dem Stromnetz. Wenn man die Zahlen anguckt, für mich war das auch wiederum sehr interessant. Berlin hat eine Stromlast der Verbraucher, also die Stromverbrauchslast, die schwankt zwischen 800, 900 MW und 2500. Und nun ist interessant, wann wirft man denn diese Systeme an für Überschuss, PV oder Wind? Diese Systeme,
Diese E-Heizer würde man anwerfen, wenn in der Regel eine kleine Last in einer bestimmten Regelzone oder einem Verteilnetz da ist, aber sehr viel erneuerbar da sind. Das heißt, in der Regel würde man diese E-Heizer dann anwerfen für Überschuss, wenn die Verbrauchsleistung in dem Moment gerade klein ist. Das wäre in Berlin um die 1000 MW. Und wenn man jetzt hier einen E-Heizer einsetzt, der für uns eher klein ist, von 100 MW, heißt das, man schaltet mal eben 10% der kompletten Verbrauchslast in dem Moment dazu. Das heißt, man hat hier Riesenhebel. Ist auch klar, 700.000 Kühlschränke, aber man schaltet große Hebel dazu. Das heißt, auch das muss koordiniert erfolgen. Und das geht natürlich mit so einer großen Anlage, die dann nachher auch auf der Stromnetzwarte, Übertragungsnetz, Verteilnetz angezeigt ist, viel einfacher in Koordination, als wenn beliebig Anlagen rein und rausgefahren ist. Das heißt, diese Systeme kann man sehr gut schalten, was auch bei Versorgungssicherheit wichtig ist. Man spart dann sofort Gas oder Brennstoff. Ja, das Gas, was man bei Power-to-Heat letztendlich spart, bleibt einfach im Gassystem drin. Das heißt, man hat eine Art Power-to-Gas-Produktion ohne Umwege, indem man einfach virtuell kein Gas, indirekt Gas herstellt, weil man keins einsetzt. Hat man eine Kohleanlage daneben stehen, bleibt die Kohle, weil man sie nicht einsetzt für die Wärmeproduktion, bleibt dann auf dem Kohlelagerplatz liegen. Für die Biomasse ist das genau dasselbe. Ist das Biogas, bleibt es im Gasnetz. Ist das Biomasse, feste Biomasse, bleibt die Biomasse auf dem Lagerplatz. Das heißt hier Power to Fernwärme. So ein bisschen natürlich ein Mix aus Deutsch und Englisch hierbei im Begriff. Aber dieses Power-to-Fernwärme hat tatsächlich genau die Möglichkeiten, sehr flexibel, sehr genau auf die Kunden dann nachher auch zu gehen. Und wir sehen das so, dass sich die Wohnungsbaukunden, die freuen sich, weil sie haben ja sonst Probleme, erneuerbare Energien in ihre Gebäude hineinzubekommen. In den Innenstädten, das sind Bestandsgebäude alles. Da ist es schwer, Solarthermie in der Innenstadt immer sehr schwer. Man hat hohe Häuser, wenig Dachfläche im Vergleich zur Wohnfläche. Es sind Pelletanlagen, wo jemand unten eine Pelletanlage im Keller baut, relativ schwer mit Antransport und auch Schadstoffemissionen in der Stadt. Wärmepumpen vernünftiger Art ausgestaltet sind in den Städten natürlich auch sehr schwer. Muss man Erdwärmepumpe machen, da steht eine Erdwärmepumpe neben der anderen Erdwärmepumpe. Große Probleme. Und hiermit hat man tatsächlich mit der Möglichkeit, Power-to-Fernwärme, ich betone es immer so ein bisschen, vielleicht etabliert sich ja früher oder später auch dieser Begriff dann nachher, stellt sich dabei als ein besonders gutes Power-to-Heat dar. Deswegen hat es vielleicht auch verdient, Power-to-Fernwärme dann nachher zu heißen, mit dem deutschen Begriff dabei letztendlich mit dran, weil hier kann man sowohl für das Stromsystem deutliche Beiträge zusammen mit der KWK machen, als auch die erneuerbaren Energien in den Gebäudebestand der Wohngebäude reinbekommen. Wo natürlich ein Problem ist, ist wie immer die Wirtschaftlichkeit. Aber auch hier ist die These, diese Anlagen erreichen als erstes die Wirtschaftlichkeiten, wo man sich so ein bisschen wundern muss, wenn ein Bestandsgebäude mit erneuerbaren Energien ausgerüstet wird, zum Beispiel mit einer kleinen Solarthermieanlage oder mit einer Wärmepumpe oder mit einer Pelletanlage, Biomasse, dann gibt es immer Förderung. Und das haben wir allerdings bei der Fernwärme nicht. Das heißt, wenn wir hier über Power-to-District-Heat reden, dann haben wir aktuell hier tatsächlich ein System, was deutliche Beiträge zu erneuerbaren Energien, insbesondere im städtischen Gebäudebestand hat, ohne irgendwie, dass hier eine Förderung funktionieren würde. Da muss man auch gucken, wie kann man das ausgestalten. Es wird der kleinste Betrag an Förderung pro eingesparte Tonne CO2 hierbei sein. Hierbei muss man auch wieder gucken, wie kann das ausgestaltet werden. Hier wird es auch bestimmt in den nächsten Diskussionen Regularien geben. Auch hier hatte ich gerade nochmal reingeguckt, im Koalitionsvertrag steht auch dabei ja drin, dass man Power-to-Heat in gewissen Arten und Weisen ausgestalten will. Und das kann man, glaube ich, relativ einfach machen in Kombination mit der Kraft-Wärme-Kopplung. Ja, Professor Stern, oder Dr. Reul, bevor Sie gleich dran sind, wollte ich Sie bitten, auch Sie sollen zu Wort kommen. Wir möchten auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Also wenn Sie sich mit Fragen oder Kommentaren, beides gerne kurz, beteiligen wollen, melden Sie sich. Wir haben Mikrofone. Ich schaue gleich mal, wer der oder die erste Mutige ist. Aber jetzt Herr Dr. Roll und dann Herr Professor Sterner. Das war ja nun ein vehementes Plädoyer. Ist, sagen wir mal, KWK plus Erneuerbare gerade in den städtischen Netzen, Wärmenetzen, für Sie, sehen Sie das genauso? Ja, in den wesentlichen Teilen auf jeden Fall. Wobei wir durchaus die Vielfalt haben müssen aus meiner Sicht. Also eine wichtige Sache ist sicherlich der Elektroheizer, aber auch andere Beispiele aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Dänemark, zeigt uns auch, dass wir Biomasse nicht außen vor lassen können, also auch in heute vielleicht kohlebefeuerten Anlagen. Aber die Dänen haben das auch nicht so ohne weiteres geschafft, sondern dort hat die Politik auch klare wirtschaftliche Anreize gesetzt
für Wärme und Stromerzeugung in solchen Anlagen. Das ist ein Thema, das in Deutschland ja ein Tabu ist. Auch das, denke ich, hat eine gewisse Zukunftsberechtigung. Ich kann mich da anschließen, die Biomasse ist knapp, einfach aufgrund von den Flächen. Man sollte sie zuerst im Keller Öl und Gas ersetzen und dann später erst in der Mobilität. Ich habe aber zum Herrn Dr. Schnauzer noch als eine Anmerkung eine Frage. Aber zunächst mal habe ich sehr schmunzeln müssen bei dem Begriff Power of Fernwärme. Ich kann Sie da nur viel Glück wünschen. Ich habe es am Anfang probiert mit Renewable Power Methane, hat sich nicht durchgesetzt. Dann kam irgendwann von Shell Power to Gas, das hat sich dann durchgesetzt. Erneuerbares Methan, also meine Verknüpfung zu Erneuerbaren ist irgendwann mal weggefallen. Dann habe ich aber Windgas ins Leben gerufen oder ganz am Anfang schon, hat sich etabliert. Dann Power to X wurde auch übernommen. Mein neuestes Steckenpferd ist Stromkraftstoff. Ja, jetzt bin ich wieder beim Deutschen, ja, weil wir diskutieren immer über Wasserstoff und flüssig und so weiter. Ich habe dann gesagt, ist ja wurscht, der Kraftstoff kommt aus Strom und deswegen nehmen wir Stromkraftstoff. Also Power to Fernwärme, da haben Sie meine Sympathien dafür, auch die Kombination mit Power to Heat und KWK, definitiv ein low-hanging fruit. Ja. Und ich muss aber widersprechen bei der Sache, das ist eine Aussage, es ist flexibler wie eine Batterie. Also eine elektrochemische Batterie kann einfach innerhalb von Millisekunden reagieren, kann viel steilere Gradienten fahren, gerade auch die elektrischen Eigenschaften in Richtung Kurzschlussleistung und Momentanreserve, also alles, was wir brauchen für die Stabilität im Stromnetz, was bisher auch nicht honoriert wird. Ja. Bisher haben wir nur die Regelleistung, die vergütet wird, aber es gibt keinen Markt für Blindleistung, es gibt keinen Markt für Momentanreserve. Das ist alles noch intrinsisch im System. Da muss sich auch was tun, wenn wir den Energiewandel jetzt haben und bis das da halt mal ein Gasmolekül reagiert und verbrannt wird, Wärme erzeugt und daraus wieder Strom wird, das ist deutlich träger als wie so eine elektrochemische Batterie. Aber definitiv die Kombination, es reicht ja auch, die Batterien können für das Kurzfristige dienen, den langfristigen Atem über Power to Gas, beziehungsweise hat diese Kombination, solange wir noch Gas haben, Erdgas und Biogas. Die Frage ist jetzt eher von meiner Seite aus, ja, was muss sich denn an den Rahmenbedingungen ändern? Ja, also im Takt von Wind und Sonne soll es betrieben werden, damit das auch Sinn macht. Wenn Sie über Berlin reden, hier geht ja jede Photovoltaikanlage butterweich unter im Stromverbrauch, auch jede Windkraftanlage, geht es ja eher um überregionale Sachen. Und können wir da einen Anreiz setzen, indem dass wir sagen, der Windstrom, der abgeregelt wird, wird nicht mehr vergütet, dass wir dann ein Power to Heat einschalten oder was muss da am Regelleistungsmarkt passieren, was wären da die Rahmenbedingungen, die wir ändern müssen? Ja. Ich würde zwei Teile sagen. Erstmal würde ich was sagen zum Power-to-Fernwärme nochmal, zu dem Begriff. Ja. Wir haben auch lange darüber nachgedacht. Wir wollen aber nachher auch noch dieses Publikum zu Wort kommen lassen. Ja, aber das ist so nett. Ich würde das vielleicht da gerne nochmal einbringen, ja, weil an der Stelle. Also wir hatten ja überlegt, eigentlich ist es ja Wind zu Fernwärme. Bloß dann haben wir festgestellt, stimmt ja gar nicht. Es ist ja teilweise auch Sonne zu Fernwärme. Mhm. Weil diese Heizmöglichkeit, das Power-to, ist tatsächlich multi-erneuerbar, was wir sonst selten haben. Das heißt, man kann sowohl überschüssigen Windstrom als auch überschüssigen Photovoltaikstrom kann man letztendlich dann nutzen. Das heißt, man multi-erneuerbar geht zwei Sachen. Bei uns in der Regelzone ist das teilweise sogar so, dass wenn sich Wind und Sonne verstärken mit Photovoltaik, dass dann auch Zeiten immer tagsüber sind, also gar nicht mal nachts um drei, würde man immer denken, da wo viel Wind ist und wenig Verbrauch ist, da muss man abdrehen bei 50 Hertz in der Regelzone, sondern es ist teilweise auch tagsüber, weil tatsächlich Wind und PV sich teilweise verstärken. Und damit kann so ein E-Heizer sowohl, wenn es nur Wind ist oder nur Photovoltaik oder Wind und Photovoltaik umgehen und damit ist es eigentlich falsch, dieses schöne Instrument nur Wind zu Fernwärme zu nennen oder Sonne zu Fernwärme. Damit ist man beim Power und natürlich das Wort Fernwärme, District Heat in der englischen Übersetzung ist nicht so ganz einfach. War so ein kleiner Lacher, aber ich wollte mal sagen, das Ding ist besonders geil, weil das halt multi-erneuerbar ist, um diesen Begriff dann auch nochmal mit reinzubekommen. Was muss man tun? Aktuell wird eine Menge diskutiert an diesem typischen Umlagensystem, was zu machen. Und theoretisch könnte man das auch angehen, ich glaube allerdings nicht, dass die Politik sich sehr einfach tut bei diesen Umlagensystemen, also eine Steuer wegzunehmen, Netzentgelte zu verändern oder auszusetzen, EEG-Umlage anders zu machen. Das ist immer ein Punkt, wo die meiste Politik entweder nicht zuständig ist oder mit den Augen rollt, was ich auch ein bisschen verstehen kann, wenn Leute mit Sonderlocken kommen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Systeme, diese Power-to-Fernwärme-Systeme als erstes eine Investitionsunterstützung bekommen sollten. Und da erinnere ich immer, dass man sowas ja im Marktanreizprogramm auf der Wärmeseite ja hat. Baut man eine Wärmepumpe in einem Bestandsgebäude, kriegst du eine Förderung, die 20-30% ist.
baust eine Solarthermie auf ein Bestandsgebäude, kriegst du auch eine Förderung, 20-30% der Investition. Und darüber muss man halt nachdenken, weil eine Fernwärme versorgt auch Bestandsgebäude oder eigentlich nur Bestandsgebäude in den Städten, die du sonst nicht so einfach sauber machen kannst, und da fehlt irgendwie eine Förderung. Ja. Nun wird man wahrscheinlich das Marktreizprogramm dort nicht aufblasen an der Stelle, dass man sagt, da bildet man auch sowas Vernünftiges wie Power-to-Fernwärme ab in der Stelle. Ich glaube, man kann es für den ersten Schritt sehr einfach lösen mit einer Investitionshilfe, indem man hat die Förderung beim Wärmespeicher im KWKG, und wenn man so einen E-Heizer als Addition einer KWK-Anlage mit Wärmespeicher sieht, könnte man diese E-Heizer als Investitionsbestandteil des Wärmespeichers ansetzbar machen. Und sofort hätte man tatsächlich das Konstrukt, dass man hier eine Investitionsförderung bekommen würde, die wäre um die 30% dann nach KWKG, wenn das im Wärmespeicher drin ist. Das sind relativ kleine Beträge, da braucht jetzt keiner Sorge zu haben, dass das groß ausgeweitet wird. Und dann kann man noch dazu machen, damit die Politik nicht die Sorge hat, diese Anlagen werden zur Stromheizung aufgebaut an Stellen, wo gar keine Überschüsse sind. Warum lässt man dann nicht den vorgelagerten Netzbetreiber ein Testat mitbringen, damit die Förderung ausbezahlt werden kann, dass tatsächlich Überschüsse in der jeweiligen Regelzone auftauchen. Das heißt, man kann hier sehr einfach, mit einem sehr einfachen Mechanismus, das sind im KW-Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, sind das 3 bis 4 Sätze, die man dort einfügen muss, zusätzlich mit einer Steuerung, dann hat man nochmal 2 Sätze, Steuerung derart, dass man diese Systeme dorthin bringt, weil letztendlich setzt man ja Strom ein, das sollte zu den richtigen Zeiten eingesetzt werden und an den richtigen Stellen, an den Stellen, wo man tatsächlich Überschüsse hat, und wer weiß das am besten, das ist der vorgelagerte Netzbetreiber oder der Netzbetreiber, wo man den Strom bezieht, und wenn der dann sagt, hier hat man die Überschüsse, dann ist das sicherlich ein Punkt, wo auch diese Art der Systeme Sinn machen. Ich möchte natürlich auch darauf hinweisen, wenn es dort Systeme sind, wo es keinen Sinn macht, machen aber auch alle anderen Power-to-Systeme in diesen Netzbereichen dann letztendlich auch keinen Sinn. Also so kann man das sehr einfach ausgestalten. Ich würde als nächsten Schritt nicht auf die Politik zugehen und sagen, machen wir mal was an den Umlagen. Ich glaube, das kommt in den nächsten Jahren nicht. Aber da das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gerade sowieso überarbeitet ist, da wird darüber mal nachzudenken, kann nicht schaden, auch wenn es vielleicht im nächsten Wurf nicht drinsteht. Dann im übernächsten Wurf, dann kommt es sicherlich dann rein an der Stelle, weil hier kann man etwas sehr Einfaches ausgestalten, wo man gleichzeitig Strom wie Wärme bearbeitet und wo passt das besser hin wie im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Also Sie merken zumindest, da hat sich jemand sein Förderprogramm schon genau zurechtgelegt. Gelernt. Das müsste eigentlich nur beim BMW kurz vorbeilaufen, ist ja nicht weit entfernt, Zettel abwerfen, alles geregelt. Jetzt kommt die erste Frage da drüben, bitte. Ja, mein Name ist Rühl, Stadtwerke Wolfhagen. Ich habe noch eine Frage ans Podium in Bezug auf die Langfristigkeit von Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärme. Denn ich habe so ein bisschen die Frage, unter der Voraussetzung, dass wir ja Kilowattstunden einsparen wollen, und das fängt ja an der Wurzel an, nämlich im Grunde an Gebäudebestand, und davon ausgehend, dass Gebäude, die heute noch einen durchschnittlichen Verbrauch vielleicht von 20 bis 30 Liter Heizöl haben im Altbaubestand pro Quadratmeter, und ich irgendwann auf eine Situation zulaufe, wo ich vielleicht Niedrigenergiegebäude, sanierte Gebäude habe, im Bereich Niedrigenergiehaus oder vielleicht sogar in Richtung Top-Niedrigenergiehaus oder Passivhaus, und ich irgendwann mit Verbräuchen von 3 bis 5 Litern oder sowas vielleicht irgendwie habe, vielleicht auch 7, also jedenfalls eine Reduktion um 60% des Wärmeabsatzes hinter dem Zähler. Wie weit das Podium eigentlich einschätzt, dass die Quelle ja der Kraft-Wärme-Kopplung, nämlich Wärme verteilen zu können und die nutzbringend an den Mann zu bringen, letztlich nämlich einen wirtschaftlichen Nutzen daraus zu generieren, wie weit sich das Thema verschiebt. Wir haben es in einer eigenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage bei uns gehabt, dass wir bei sehr stark rückgehendem Verbrauch plötzlich 30%, 35% Netzverluste hatten, nicht weil die angestiegen sind, sondern weil die im Verhältnis zu dem Absatz hinter dem Zähler einfach angewachsen sind. Also von da aus ist die Frage auch des ökologischen Nutzens langfristig der Kraft-Wärme-Kopplung unter der Voraussetzung, dass der Gebäudewärmebestand, der Gebäudebestand deutlich besser saniert wird und zurückgeht. Und ist das eine langfristige Option? Also werden wir auch in 30 Jahren noch über Kraft-Wärme-Kopplung als Ergänzung reden, nämlich mit der Basis, dass diese Wärmesenke dauerhaft vorhanden bleibt? Tja, vielleicht Dr. Roll und Herr Dr. Böse die Antwort? Ich denke, die Frage ist nicht mit Ja oder mit Nein zu beantworten, sondern es kommt darauf an, also je nach Bebauungsstruktur. Also wo Sie über Einfamilien oder Reihenhäuser reden, da hat Fernwärme in dem Neubaugebiet sicherlich keine Zukunft. Wenn Sie über einen verdichteten Ballungsraum in der Großstadt reden, da würde ich sagen, hat es auch in 30 Jahren noch Zukunft.
weil dort auch die Sanierung nicht in den, mit den Erfolgen umsetzbar ist und auch nicht in der Geschwindigkeit umsetzbar wahrscheinlich sein wird, insbesondere auch vor der Frage Eigentümer, Mieter und wer trägt die Kosten. Also das hatten Sie, Herr Sterner, ja vorhin angesprochen, das würde ich genauso sehen. Ja, das sehe ich genauso, wie Herr Dr. Reul sagt, dass man natürlich bei neuen Siedlungen, Einfamilienhäuser deutlich geringere Wärmeverbräuche hat, aber im städtischen Bereich, zum Beispiel Berlin, hier wirklich große Sanierungserfolge in kurzer Zeit und damit Wärmeeinsparungen zu realisieren, ist sicherlich sehr optimistisch und wird sicherlich einige Jahre dauern. Wir haben ja auch gewerbliche Verbraucher und industrielle Verbraucher, die man nicht vergessen darf. Ich würde auch sagen, Ihr E-Heizer kann ja wirklich dann auch das Kernelement für erneuerbare Fernwärme, ein rein deutscher Begriff, darstellen, das dann kombiniert wird, zum Beispiel mit Power-to-Gas aus dem Norden. Wenn ansonsten die Windräder abgeschaltet werden können, das aber dann eben nicht über die Stromleitungen zu dem E-Heizer transportiert werden kann und mit Bio-Erdgas können Sie rein regenerative Fern- und Nahwärmenetze erstellen. Das ist vielleicht auch etwas, was attraktiv sein kann, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Politik. Eine Antwort möchte ich auch noch geben. Also Sie haben völlig recht, was wir halt sehen in den zukünftigen Szenarien. Die Raumwärme verschwindet, ja, Warmwasser bleibt, das ist aber nicht so schwierig. Das, was bleibt, ist der Sockel der Prozesswärme, Industriewärme. Und da wird sich KWK auch dauerhaft halten, denke ich. Ja. Zu der Ausgestaltung der Förderung muss man natürlich immer dazu sagen, Batteriespeicher etc., da gibt es schon Maßnahmen und Stromspeicher sind auch befreit von den Umlagen. Wenn ich jetzt halt One-Way von Strom in Wärme gehe, da ist es noch offen, da ist es noch überhaupt nicht gestaltet, da müssen wir uns Gedanken machen. Und für mich wäre da auch die Prämissen, wie halt auch jetzt bei der Gestaltung von Flexibilitätsmechanismen, wettbewerblich organisiert, technologieneutral und diskriminierungsfreier Zugang für alle Arten. Ja, das wäre halt für mich wichtig und auch die Verbindung zu den Erneuerbaren, weil wenn wir jetzt im MAP Wärme was machen müssen, dann müssen wir auch nachweisen, dass es erneuerbare Wärme ist. Und dann kann das nicht in der Regelleistung sein mit Graustrom, weil jetzt gerade halt ein großer Kohleblock nicht runtergefahren werden kann. Also diesen Überschuss können wir dann nicht als erneuerbare Wärme verkaufen. Ja. Die nächste Frage dort bitte. Ja, Holm Skringecko. Ich wollte auf das Thema Kurzfristspeicher, Langfristspeicher eingehen. Und zwar, ein Kurzfristspeicher ist ja im Endeffekt ein wirtschaftliches Negativum für einen Langfristspeicher. Das heißt, je effektiver die sind, desto mehr Benutzungsstunden von Langfristspeichern werden weggenommen. Und insofern wollte ich das etwas mal thematisieren und vielleicht auch mal, dass das im Podium diskutiert wird. Wer traut sich an? Aber Sie sind ja der Speicherexperte. Ja. Wir haben ein ganzes Kapitel über Definition von Energiespeichern geschrieben, das dankbarerweise auch vom BDW aufgenommen wird in dem Diskussionspapier und jetzt auch zu den Systemdienstleistungen, unsere Einordnungen der Speicher, was Systemdienstleistungen erbracht werden können. Kurzzeitspeicher haben wir definiert als 12 Stunden bzw. Tagesspeicher, ja, klassisch Pumpspeicher etc. Die nehmen natürlich das erste Mal weg, ja, als Stromspeicher betrachtet, ja, weil sie effizienter sind und auch in dem Sinn halt kostengünstiger sind. Im Langzeitspeicherbereich bleibt dann nicht so sonderlich viel übrig, aber dennoch, wenn Sie jetzt halt auf lange Zeiträume gehen und sagen, ich muss eine Dunkelflaute überbrücken von ein, zwei Wochen, da kommen Sie an Power-to-Gas nicht vorbei. Da hilft Ihnen auch Power-to-Heat nichts, weil das ist One-Way, kommen Sie nicht mehr zurück in Stromsystem. Und wir haben uns mal die Kosten angeschaut. Es gibt zwei Kosten wie bei allem. Ja. Es gibt die Investkosten und es gibt die Betriebs-, also die Kapazitätskosten und die Leistungskosten. Also die Kilowatt und die Kilowattstunden. Die Kilowatt sind bei den Batteriespeichern relativ günstig und bei den Pumpspeichern auch. Die Kilowattstunden, also die Energiemenge, die sie speichern können, die Kapazität an sich, die ist halt bei Batterien sehr, sehr teuer, bei Pumpspeichern auch, ja, und auch recht begrenzt. Wenn sie jetzt im Gasnetz sind, vorhandene Infrastruktur, einfach nur im Zahlenvergleich, auch wenn jetzt die Batteriepreise deutlich fallen, dann sind wir bei 200 Euro pro Kilowattstunde. Im Gasnetz kann ich eine Kilowattstunde Gas für 2 Cent speichern. Ja. Und das macht sich dann bemerkbar, wenn Sie sagen, ich überbrücke einen Zeitraum von ein, zwei Wochen, dann schlägt sich Power-to-Gas als günstigster Speicher durch. Ja. Das ist, da kann kein Pumpspeicher, kein Batteriespeicher mehr mithalten, weil da müssten Sie ewig viel Kapazität kaufen, das wird sich nicht rechnen. Ja. Und von daher ist es eine wunderbare Ergänzung, auch kostenmäßig, dass im Bereich der Kurzzeitspeicher ganz klar Batterien die Nase vorne haben. Wenn die Preise so weiter fallen, dann haben auch Pumpspeicher schlechte Karten. Aber gerade wenn es in den Bereich geht von 8 bis 10 bis 12 Stunden, dann haben Pumpspeicher wieder die besten Karten. Und dann bei ein, zwei Wochen sind sie und größer, da sind sie bei Power-to-Gas, auch als kostengünstigster Speicher. Das heißt ja immer, so teuer und es lohnt sich nicht. Nein, wenn man es durchrechnet und wirklich mal 2 Wochen überbrücken will, dann ist Power-to-Gas auch der günstigste Speicher.
So, eine Frage können wir vor der Kaffeepause noch mitnehmen. Das Glück haben Sie. Ja, Frank, Rowag Energie AG. Wie sehen Sie das Problem, wenn Sie diese Einbahnstraße massiv nutzen, also Power to Heat, und dann diesen Strom dem Strommarkt dauerhaft entziehen? Das heißt, wir haben dann ein Problem mit den anderen Ausbauzielen erneuerbaren Strom. Wir müssen im Grunde wieder neue zusätzliche Kapazität installieren, um das zu ergänzen. Ist das nicht eigentlich ein Problem, was wir versuchen zu lösen und uns ein zweites machen? Zu den Strom, den Sie in den Zeiten, wo Sie ihn als Überschuss haben, nutzen und in Wärme umsetzen, verlieren Sie ja nicht, nee, sondern der ist im System ohnehin nicht vorhanden. Ob Sie ihn jetzt abregeln oder in... Möglichkeit Power-to-Power, also in Stromspeicher oder Power-to-Gas und wieder zu Power, dann behalte ich ihn im Stromsystem, da wo er eigentlich auch hin sollte. Wenn ich ihn als Wärme vernichte, als Strom, fehlt er mir im Stromsystem als erneuerbare Energie. Ich muss das also wieder zusätzlich erzeugen, wenn ich die Ziele erreichen will. Sie brauchen beides. Sie brauchen Strom und Wärme und auch Kraftstoffe. Und momentan ist es so, dass wir sehr viel Primärenergie brauchen in allen Sektoren. Der Wärmesektor ist der größte, ja? Gefolgt Stromsektor, dann Verkehr. Und meine Rede seit mehreren Jahren, Strom wird zur Primärenergie. Wir werden vom Strom aus losstarten. Es ist die günstigste Art und Weise, wie Herr Barke auch gesagt hat, Wind und Sonne haben sich durchgesetzt, Wind und Photovoltaik. Und von da aus muss sich das Energiesystem bedienen. Das heißt, die Stromwende ist ja nur ein Teil. Wir brauchen zusätzlich noch einiges mehr, um die Wärmepumpen zu betreiben, um die Elektrofahrzeuge zu betreiben. Und es wird dann im Gesamtkuchen Primärenergie Deutschland, wird es dazu führen, dass wir deutlich weniger brauchen und deutlich effizienter werden. Ja? Also das ist definitiv ein Fakt. Und dann werden wir auch mehr, wir werden Windräder haben, wir werden PV-Anlagen haben, die eben auch die Wärme versorgen, die auch die Mobilität bereitstellen. Aber das sollte alles im Endeffekt in einem Markt passieren, weil sich da halt dann von den Preisen her das am besten angleicht. Also klar wird es mehr Wind und Sonne sein, aber das Gesamtsystem wird deutlich effizienter und die Wertschöpfung wird bei uns gehalten. Und Power-to-Gas, weil Sie es auch angesprochen haben, Power-to-Gas kann ab einem Anteil von 60-70% erneuerbare Energien, wenn die Kosten entsprechend gefallen sind, auch zur Kostensenkung beitragen in der Energieversorgung. Ja. Und insbesondere, wenn man so einen ganzheitlichen Blick ansetzt und sagt, wir betrachten alle drei Energiebereiche, genau. Das ist ja im Moment das Problem, wir verursachen sehr hohe Kosten dadurch, dass wir immer sehr fokussiert nur auf einen Bereich Strom, Wärme oder Kraftstoff, aber man muss da die Übergänge und die Zusammenhänge sehen und daran fehlt es. Im Idealfall ersetzen Sie ja mit einer Kilowattstunde Wind- und Solarstrom 3 Kilowattstunden, 4 Kilowattstunden fossiles Gas, wenn Sie über die Wärmepumpe gehen, oder 3 bis 4 Kilowattstunden Kraftstoff, wenn Sie in die Elektromobilität gehen. Ja. Und das wird einen großen Anteil ausmachen, 60-70% auch in der Mobilität. Es gibt natürlich immer wieder Bereiche, wo wir nicht auf den chemischen Energieträger verzichten können, deswegen ist Power-to-X da auch sehr wichtig. Aber insgesamt wird das System effizienter dadurch. Und vor allen Dingen, also man muss es auch vor dem zeitlichen Horizont betrachten. Ich meine, aktuell ist Power-to-Gas einfach noch keine Option. Das wird sich perspektivisch ändern und das Thema Effizienz natürlich auch nicht außen vor zu lassen, weil Power-to-Gas 70% Wirkungsgrad aktuell, wenn Sie es in Wärme umsetzen, haben Sie halt nahezu 100. Also auch das ist zu berücksichtigen. Technik und Kosten müssen uns leiten, aber wir müssen Technik auch auf den Weg bringen. Keine Frage. Weil Sie haben gemerkt, die Märkte wachsen zusammen, der Strommarkt, der Wärmemarkt. Ein Thema, was uns in den nächsten Runden nachher noch ein bisschen beschäftigen wird und sicherlich auch in den nächsten Jahren. Jetzt haben sich alle eine kurze Kaffeepause verdient. Wir sind ein bisschen im Rückstand. Eigentlich soll sie um 11.20 Uhr enden. Ich würde mal sagen 11.25 Uhr, aber es wird ja ohnehin geläutet. Also machen Sie aus dem Kaffee einen Espresso. Vielen Dank.